Liebe Brandenburger, die Corona-Krise stellt uns vor Herausforderungen, die wir so vorher noch nie gekannt haben. Deshalb ist jetzt noch viel mehr die Zeit für gesunden Menschenverstand, damit möglichst viele gesund bleiben. Wir möchten mit unserem Video Fakten vermitteln und unsere Vorschläge zur Bewältigung dieser Krise erläutern. Oft wird das neuartige Coronavirus verharmlost und mit der Grippe gleichgesetzt. Und ja, auch wenn bei der Grippe viele Menschen sterben, gibt es deutliche Unterschiede, die die drastischen Maßnahmen der letzten Tage und Wochen rechtfertigen. Die wichtigsten Gründe. Erstens, das Virus ist neuartig. Es gibt keine Grundimmunität in der Bevölkerung. Ganz im Gegensatz zur Grippe, wo viele Menschen immun sind und sich deswegen gar nicht anstecken können. Zweitens, es gibt bei Corona keine Impfstoffe, keine Therapien. Ganz im Gegensatz zur Grippe, wo wir Impfstoffe und auch Therapien haben. Drittens, das Coronavirus ist sehr infektiös. Ein Infizierter steckt bis zu 3, mitunter 4 weitere Personen an. Bei der Grippe ist dieser Faktor nur 1,5. Viertens, auch der Zeitverlauf ist anders. Bei Corona vergehen etwa bis zu 14 Tage, bis Symptome auftreten, sodass man in der Zwischenzeit, weil man es nicht merkt, weitere Personen anstecken kann. Bei der Grippe treten diese Symptome schon nach 2 bis 3 Tagen auf. Fünftens, auch die Krankheitsverläufe sind trügerisch. Bei ungefähr 80% der Corona-Infizierten treten gar keine oder nur leichte Symptome auf. Nur bei 20% sind sie so schwer, dass sie in Behandlung müssen. Bei der Grippe hingegen ist es so, dass nur ein Drittel keine Symptome zeigt, ein Drittel zeigt Erkältungssymptome und ein Drittel schwere Symptome. Und sechstens, auch die Sterblichkeitsrate ist ganz anders. Je nach Region und Land geht man bei Corona davon aus, dass 8 bis 38 Tote auf 1000 Infizierte kommen. Bei der Grippe sind es 1 bis 2 Tote je 1000. Ein gravierender Unterschied. Wenn man diese Faktoren alle zusammennimmt, dann ergibt sich ein präziseres Bild von Corona. Deshalb ist der Vergleich zur Grippe nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Wenn man zu lange wartet und nichts unternimmt, breitet sich das Virus explosionsartig aus. Diese Kurve habt ihr bestimmt schon gesehen und sieht dann so aus. Anders sieht die Kurve aus, wenn man massive Maßnahmen verhängt, wie Schulschließung, Social Distancing, Runterfahren des öffentlichen Lebens. Der momentane Ansatz, dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens, dient dazu, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Deshalb fordern wir für mindestens 14 Tage eine deutliche Ausgangsbeschränkung, auch für Brandenburg. Hier sieht man nochmal zum Vergleich, wie sich die normale Grippe im Zeitverlauf verhält. Auch hier wird deutlich, der Vergleich zu Corona hinkt. Wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, könnten wir italienische Verhältnisse bekommen. Dort werden manche wirklich zum Sterben nach Hause geschickt, weil es nicht genügend Intensivplätze gibt. Zwar haben wir mehr Intensiv- und Beatmungsplätze als in Italien, aber auch unser Gesundheitssystem hat nur begrenzte Kapazitäten. Die hier vorgestellten Fakten und Unterschiede zwischen Corona und Grippe zeigen deutlich, dass gehandelt werden muss. Wenn es keine Ausgangsbeschränkungen gibt, kann auch ein sogenanntes Kontaktverbot nicht durchgesetzt werden. Obwohl die Dynamik in China, Südkorea und vor allem in Italien uns ganz deutlich die Dramatik zeigen, handelt die Landesregierung und auch andere Bundesländer aus unserer Sicht zu zögerlich. Wir haben als Opposition uns in den letzten Tagen versucht, sehr konstruktiv einzubringen mit Vorschlägen. Manches wird umgesetzt, manches leider nicht. Es wäre gut, wenn Brandenburg bei der Krisenbewältigung Vorreiter ist. Diese Grafik verdeutlicht das ganz klar. Wir haben gefordert, dass eine Informationskette zwischen kreislichen Gesundheitsämtern und Hausärzten etabliert wird, beziehungsweise diese verbessert wird, sie auch mit mehr Schutzmaterial versorgt werden. Es soll einen Kündigungsschutz für Mieter geben, dass sie nicht aus ihren Wohnungen herausgeklagt werden können in dieser Phase, dass die Kita-Beiträge erlassen werden für diese Zeit, dass auch Tagespflegeeinrichtungen geschlossen werden, weil auch dort sehr starker Kontakt mit Kindern und Eltern passiert und wir auch die schützen müssen. Eine Aussetzung der Steuervorauszahlung für Unternehmen, um ihre Liquidität zu erhalten. Eine Anweisung an die Unternehmen, Homeoffice-Möglichkeiten für
ihre Mitarbeiter anzubieten und unsere aktuell wichtigste Forderung, eine Ausgangsbeschränkung zu erlassen, denn das ist etwas anderes als ein Kontaktverbot. Bei einem Kontaktverbot, welches nur in der Öffentlichkeit gilt, kann ich immer noch mich allein auf den Weg machen und mich in fremden Wohnungen mit mehreren Personen treffen und mich dort infizieren. Bei einer Ausgangsbeschränkung wäre das nicht der Fall, weil man dort dann auf dem Weg dorthin auch einen triftigen Grund vorweisen müsste. Dem Virus ist es egal, ob man sich in Privatwohnungen oder in der Öffentlichkeit infiziert. Deswegen gehen Bayern und Sachsen den richtigen Weg mit Ausgangsbeschränkungen und dafür werden wir auch hier in Brandenburg.